Auch für Japan war Donald Trump eine große Unbekannte. Andeutungen zu Protektionismus oder einer Umbesinnung in der Weltsicherheitspolitik musste auch Tokio ernst nehmen. Doch beim ersten Besuch des japanischen Premiers beim US-Präsidenten demonstrierten Shinzo Abe und Donald Trump Harmonie. Abe hat Trump bisher nicht kritisiert. Als Gastgeschenk brachte er nun das Versprechen neuer Investitionen in den USA mit. Trump erklärte im Gegenzug, die USA seien der Sicherheit Japans verpflichtet. And the friendship. Die Bande zwischen unseren beiden Nationen und die Freundschaft zwischen unseren Völkern gehen sehr, sehr tief. Meine Regierung engagiert sich dafür, diese Bande noch enger zu machen, sagte Trump. Ich hoffe, mit Donald in entspannter Atmosphäre die Zukunft der Welt, die Zukunft der Region und die Zukunft Japans und der USA besprechen zu können, sagte Abe. Trump hatte Japan zuletzt Währungsmanipulation und unfaire Bedingungen auf dem Automarkt vorgeworfen. Davon war nun nichts mehr zu hören. Ganz in Ruhe über die Weltpolitik sprechen, wie Abe hofft, können die beiden nun beim Golfen auf Trumps Anwesen in Florida. Dabei schwingt ein wenig Symbolik mit, denn Abes Großvater Koichiro Asakai legte einst die Grundsteine der Beziehungen mit, als japanischer Botschafter beim Golfen mit Präsident Dwight D. Eisenhower.